Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Buongiorno, Signore, Signori. Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2 mit mir, dem Maika von den Online Game Masters. In den letzten Folgen haben wir von Paola die Fähigkeit bekommen, uns anzupassen. Wissen jetzt, was zu tun ist, wie wir untertauchen können und wie wir uns wieder inkognito machen können. Haben Rache an Uberto Alberti jetzt. Haben Rache an Uberto Alberti genommen, der Giovanni, Federico und Petruccio Auditore gehängt hat. Und nun haben wir die Familie Auditore, zumindest Mutter und Schwester, Claudia und Maria Auditore? Ja, Maria und Claudia steht sogar dran. Okay. Haben wir soweit aus Florenz rausgeschafft und sind nah in Monteriggioni, Toskana. Und weiter geht es mit sicheres Geleit. Maria und Claudia zur Villa Auditore in Monteriggioni eskortieren. Los geht's. Man sieht, es ist nachts geworden. Ich glaube, die waren jetzt über 24 Stunden unterwegs. Oder knapp 2 Tage. Also knapp 2 Tage auf alle Fälle. Weil die sind meistens zu Fuß gegangen. Oh je. Oh oh. Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, 2 neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was wird nun geschehen, wo dir keiner mehr helfen kann? Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie! Tötet sie alle! Hörst du nicht? Unser Foltermeister ist so gut, dass ihm nicht nur deine, sondern auch deine und meine Geheimnisse verraten. Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Sicheres Geleit. Synchronisiert. Schön, jetzt haben wir auch Mario Auditore getroffen. Onkel Mario. Und was mir schon mal an Mario gefällt, er wird von Helmut Krauss gesprochen, der auch Shadow Man gesprochen hat. Und Mr. Ed, also das sprechende Pferd, ist ein toller Synchronsprecher. So. Drücken, um zu reden. Casa Dolce Casa. Zusammen mit Mario die Villa Auditore erkunden. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge.
Wir geben ihren Toten einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteriggioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monteriggioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen, vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Dolce Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Tja. Da oben ist übrigens der nächste. Die nächste Glyphe, ein Barcode. Aber das machen wir auch erst später. Tja, und selbst Mario Auditore war erstaunt, dass Giovanni nichts Ezio erzählt hat. Was ich vielleicht vermute, dass Giovanni es doch erzählen wollte, bevor er von den Wachen verschleppt wurde. Ein paar Stiefel und einen Dolch kaufen. Na dann. Rüstung, Lederstiefel. Sehr schön. Kleine Waffen, ein Dolch. Auch sehr schön. Reparieren. Okay, kann man nichts. Und wir haben jetzt einen Gesundheitsbalken dazu bekommen. Ah, aber hier ist alles verfallen, hey. Den Arzt aufsuchen. Reise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht... Ist der übergeschnappt? Pflege für alle. So, Apothekenbedarf. Kommt gleich mal hier voll kaufen. So. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Das auf alle Fälle. Aber wie heruntergekommen das alles aussieht, hey. Na gut, das wird dann noch schöner aussehen. Casa Dolce Casa synchronisiert. Oh, ich höre was. Ach, da oben. Wir finden übrigens Stiefel erhalten, okay. Na komm. Ups. Wir finden übrigens nicht nur hier diese Ratenfedern. Jetzt muss ich gucken, wo ist denn das? Das muss doch gleich hier irgendwo sein. Die will ich auf alle Fälle einsammeln. Genau da. Mit dem Adlerauge ist das ganz einfacher zu entdecken. Diese Statuen. Aber das machen wir auch erst später. Wieso, weshalb, warum? Hat eigentlich keinen gewissen Grund. Aber später können wir das auch noch machen.
So. Und den Aussichtspunkt, der wird später noch wichtig. So, dann wollen wir mal mit Claudia sprechen. Achso. Keine Sorge, hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Tja. Aber um so viel voran zu können, das hier wird unser neues Zuhause. So, dann wollen wir mal. Hallo Onkel, ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell, Ben Fato. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein, wie schon gesagt, wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich, für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Übung macht den Meister. Von Mario lernen, wie man kämpft. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, mich zu winden, was? Dein Vater war ein Assassine. Ich sagte doch bereits, mein Vater war ein Pfeffersack. Nein, er wurde zum Töten geboren und erzogen. Das kann ich nur schwer glauben. Was ist mit der Liste? Glaubst du, es wäre ein Schuldenkatalog? Das sind die Namen der Verantwortlichen für den Tod deines Vaters. Ben, ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pergament, das mit obskurer Schrift bedeckt ist? Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klinge, also dachte ich mir, dass du auch deine Codex-Seite haben wirst. Codex? Sieh. Eine Beschreibung der Arbeit des Ordens, sein Ursprung, der Zweck und die Technik. Unser Credo, wenn du willst. Dein Vater glaubte, der Kodex enthielte ein mächtiges Geheimnis. Etwas, das die Welt verändern würde. Vielleicht haben sie ihn deshalb geholt. Assassinen, Templer, Kodex-Seiten. Das ist alles sehr viel auf einmal. Du musst deinen Geist öffnen, Ezio. Und bedenke, nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Chiudiamo questa faccenda. Sollen wir tanzen? Odio questi momenti di incertezza. Mi attacchi tu o attacco io? Du machst gute Fortschritte, Ezio. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Ich sah sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassin. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Einer von vielen Ritterorden, die während der Kreuzzüge entstanden. Chroniken sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich aufgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzte. Welches Werk? Die Templer wollen die Menschheit unterwerfen. Und wir, die Assassinen, haben geschworen, sie zu bekämpfen.
War Uberto einer von Ihnen? Ja. Und die anderen Namen auf Vaters Liste? Genauso, Templer. Das heißt Vieri. Wie sein Vater Francesco. Wahrscheinlich wie die ganze Pazzi-Familie. Das würde vieles erklären. Fähigkeit fliehen erlernt. Und jetzt Mario besiegen. Wir haben jetzt also viel über die Assassinen, oder was heißt viel, das stimmt eigentlich nicht, ein kleines wenig über die Assassinen erfahren. Und was es mit der Pazzi-Familie auf sich hat. Der Pazzi-Familie. Mario Auditore kann man eigentlich ganz gut kontern. Aber hin und wieder kann man auch so mal einen Treffer landen. Aber ergreifen lässt er sich nicht. Au. Sag mal, Ezio, kannst du auch mal ausweichen? Na also. Gut so, Neffe. Du hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein, wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet! Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Vieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft. Oh weh, oh weh. Also müssen wir wohl öl oder übel bleiben. Vieri de Pazzi ausschalten. Onkel! Wo sind denn alle? Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Stellen findet ihr, was ihr braucht. Vor der Abreise Maria besuchen. Übung macht den Meister synchronisiert. Also müssen wir gleich hinterher. Fähigkeit schnelle Schritte lernt. Ach ja, jetzt haben wir die ganzen Kampftechniken erlernt, die uns das Leben vereinfachen. Tja,